Hallo Leute und herzlich willkommen zum dieswöchigen Z-Log. Ich bin leicht erkältet, beziehungsweise ich habe Husten und so weiter und dementsprechend fasse ich mich auch etwas kurz. So viel wäre es eh nicht. In der Hauptsache habe ich Serien geschaut und ein Anime. Fast durch mittlerweile. Und die kann ich ja kurz erwähnen. Das wären einerseits habe ich die vierte White Collar Staffel gesehen. Ich habe es ja schon mehrfach erwähnt. Ich liebe diese Serie und die vierte Staffel war wirklich spannend. Man hat den Vater des Protagonisten Jeffrey kennengelernt. Man und eine große Verschwörung über einen angeblichen Mord oder doch nicht angeblichen Mord des Vaters, über den das die ganze Zeit gerätselt wird. Allerdings ist er durch diese ganze Kunstfälschergeschichte ein bisschen nach hinten gerutscht, was schade ist, weil das war ja eigentlich so dieses spezielle Merkmal der gesamten Serie. Dafür waren die Fälle halt immer noch in der Richtung und es war immer sehr schön mit anzusehen und die Charaktere sind nach wie vor alle gut gestaltet und haben wirklich gute Dialoge. Daher war ich wirklich voll auf zufrieden. Ich habe Daredevil ein bisschen weiter geguckt. Da könnt ihr allerdings auf der Seite Heroes, die jetzt auch bei mir in den Kanälen mit angezeigt wird, unsere Meinung zu anhören. Das review ich nämlich mit den anderen beiden der Highscore Heroes zusammen. Bin da gerade zufällig auch in das Comic-Projekt mit reingerutscht, hatte ich ja erwähnt. Und ja, das macht allerdings ehrlich gesagt auch sehr viel Spaß. Daher freue ich mich darüber auch. Und ich finde es schön, dass das in der ersten Woche schon relativ erfolgreich war. Kann man ja so sagen. Ansonsten, ja genau, die beiden habe ich gesehen und genau. Dann habe ich, gut, ich habe relativ viel Infamous Second Son jetzt gespielt. Und ich liebe das Gameplay der Infamous-Reihe einfach total und hier haben sie es halt echt nochmal besser gemacht und man hat wirklich schöne Cutscenes. Das war das, was man so im speziell ersten Teil ja doch durchaus vermisst hat. Da war ja alles aus einer ziemlich hohen Perspektive. Die Figuren haben eigentlich fast nichts gemacht. Das war im zweiten schon besser und hier ist es sehr, sehr viel schöner gelungen. Und es ist halt wirklich spannend an manchen Stellen und die Kämpfe sind halt anspruchsvoll, wie es sich für die Reihe gehört. Ich habe auch vorhin aufgehört, als ich Kopfschmerzen bekommen Verzeihung. Ansonsten habe ich K-On! Geguckt. Das ist ein Musik-, Manga-, Anime, der erstaunlicherweise sehr wenig um Musik geht an vielen Stellen. Es geht einfach um eine Schul-AG. Ich glaube, im Englischen ist es Light Music Club, in dem deutschen Anime haben sie es mit Popmusik Club übersetzt, was ich, ich weiß nicht, finde. Ein bisschen komisch. Allerdings ist diese Japano-Popmusik, die sie da teilweise die sie auch für die Intros und so weiter nehmen, durchaus anhörbar und die Figuren sind ganz unterhaltsam, wenn auch total überzeichnet, also aber so richtig derbe überzeichnet. Und ich muss es wohl oder übel so ein bisschen in Vergleich stellen mit den Musikmanga, die ich schon kenne, oder Musikanime, die ich schon kenne. Und das ist eigentlich ein Genre, was ich total, ist halt auch ein Genre, was ich irgendwie total mag, weil es ja einen sehr relativ realistischen Ansatz hat, einfach wirklich Bandgeschichten, wo sie darstellen oder einfach kurze Geschichten. Und da kenne ich halt noch Rowan & Bass, das ist, wenn ich mich täusche, nicht täusche, so eine deutsche Reihe. Das ist eine Weile her, dass ich die gelesen habe, aber da springt man halt so ein bisschen mitten rein und hat einen interessanten Stil und lebt halt so ein bisschen von dieser War-Grunge-Stimmung, die die Bands dort haben, aber man weiß halt nicht, wie es klingt, man kann sich es aber trotzdem irgendwie vorstellen. Dann habe ich noch, zumindest in Teilen kenne ich Gravitation, das ist allerdings so eine Techno-Elektro-Zeugs-Band und es geht halt auch viel darum, dass die Protagonisten einfach schwul sind. Dadurch ist das sehr gemischt, aber ich finde, man kann sich's mal ansehen, weil es ganz interessant ist. Und natürlich mein Lieblingsmanga Beck. Und es kann sein, dass ich ja ein bisschen übertreibe, was das angeht, aber da habe ich halt wirklich so diesen Ansatz, es geht um Musik, es geht um diese Band und es geht darum, was sie schaffen müssen, um als Band zu überleben und so weiter. Und dadurch hat das eigentlich, und auch vielleicht ein bisschen durch diesen sehr anderen Zeichenstil, hat das eher was von einer langen Serie oder so, die halt einfach in dieser
Schwarz-Weiß-Manga-Optik gepresst wurde, wobei es, ja, wie gesagt, es hat einen sehr anderen optischen Stil, wodurch die Figuren ein bisschen menschlicher wirken. Und K-On! Hingegen ist quasi wirklich so genau das, wenn man es hört, ja, da geht es um Musik und das ist auf einer Mädchenschule, genauso ist das. Genauso, wie man sich das denn vorstellt, in diesem Anime-Setting ist das. Sind diese übertriebenen Figuren, das ist, wenn, die können, der Großteil von denen konnte denn auch schon spielen und die eine kam so schnell rein und hat ein absolutes Gehör und ist aber irgendwie trotzdem zu blöd zu allem. Und es ist auch bei jedem der Auftritte, die auch wirklich nur auf den Schulfesten sind, weil es noch während der Schule spielt und auch hauptsächlich in der Schule spielt, sind die halt immer alle begeistert und das ist so das, was mich denn da ein bisschen drin stört. Aber wie gesagt, vom Unterhaltungswert her ist es dagegen halt ziemlich groß, wenn es auch nur wirklich sehr leichten Musikern hat. Also sie haben ab und zu Instrumente in der Hand und reden darüber, dass sie proben wollen und machen es dann doch nicht. Und das finde ich halt komisch. Aber ich gucke es noch zu Ende. Wahrscheinlich jetzt gleich. Ich schon meine Stimme und ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Die Folgen, die jetzt kommen, sind schon aufgezeichnet, daher klinge ich da nicht so, als würde ich mit Schmirgelpapier gurgeln. Na dann, gehabt euch wohl, euer Semni.